Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Detroit Become Human. Es kann weitergehen. Ich bin gespannt, wie die Geschichte endet. Ganz ehrlich, weil langsam fügen sich die Charaktere alle zusammen. Man merkt halt, dass sie, dass wohl gerade so eine Art Freiheitsbewegung da im Untergrund stattfindet von den Androiden. Das ist schon sehr interessant. Ja, natürlich wieder unseren beliebtesten Chief. Und, unser Androide. Ja, gehen wir mal hin, würde ich sagen. Ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Lebensmittelhygiene Lizenz, okay. Pedro geboren, arbeitslos, Vorstrafe, illegales Glücksspiel, Betrug. Und das für einen Inspektor? Das soll mal einer verstehen. L.T. Anderson, Polizeileutnant, Lieutenant. Ach, das ist ja Lieutenant, ich sage immer schief. Verstoß gegen die Hygieneverordnung, hat aber einen Imbiss. Na, das ist ja toll. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ja. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von Cyberlife denken wirklich an alles, ne? Er scheint uns echt nicht zu mögen. Bitte sehr. Oh, so einen Druiden brauche ich auch, der mir mal sagt, was ich essen darf und was nicht. ...1680 Kalorien, Kohlenhydrat 53 Gramm, heftig. Ah, danke, Gary. Ich verhungere mich. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall eben. Es ist schon übel irgendwie. Guten Appetit. Danke. Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Ja, aber warum? Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern.
Tja, war wohl nichts. Ja, komm. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Oh, jetzt wird's, Ich weiß, dass Sie ein erfahrener Polizist sind und hätte gerne Ihr Vertrauen. Ich bin sicher, dass wir den Fall lösen, wenn wir beide zusammenarbeiten. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ja, geschickt gemacht auf jeden Fall. Naja, aber ob er uns da so vertraut? Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Naja, klar. Wir wollen da nicht stehen bleiben. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. So, befrage den Verdächtigen. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Ja, Datenübertragung ist doch was Feines. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Frage den Verdächtigen, ja, der muss das mal finden. Wo versteckt er sich denn? Nicht, dass er mir hier gleich wieder entwischt. Was ist das denn? Ein paar Tauben, würde ich sagen. Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Militärjacke, Secondhand, Baumwolle. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Okay. Gucken wir es mal raus hin. Poster an der Urbanfarm. Ja, da geht's weiter. Thank you.
brauche frische Luft. Aus wie ein paar Schaltkreise oder so. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. All diese Tauben überall, ey. Führerschein Rapper Travis. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Naja, aber vielleicht finden wir noch die Echtheit raus hier. Also. Verdächtiger ist nichts, okay. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Scheint echt ein Abweichler zu sein. Versorgt wilde Tiere. Okay. Ja, ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Warum ist er so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch... Ja, kürzlich umgestoßen Spuren von Vogelfäkalien. Geöffneter Textmarker, F rekonstruieren. Ins Wohnzimmer gerannt. Hier, benutze die Maus. Die Konstruktion abgeschlossen, okay. Bei E-Books kann man das Papier nicht riechen und die Seiten vergilben auch nicht. Du hast kein Blasen. Blaues Blut. Ah, okay. Biokomponente deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Rekonstruieren wir mal. Verdächtiger hat gehört, dass wir gekommen sind.
Ah, okay. Hoch auf den Dachboden. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Weil er muss wahrscheinlich schneller werden. Direkt am Umweg überlaufen. Ich will hier nichts kennen. Ich glaube, wir waren zu langsam, oder? Mann! Ich glaube, der entkommt uns. Was soll das denn? Oh, hey! Ich glaube, wir den kriegen. Los, komm hinterher. Den kriegen wir. Ah, ich will hier nichts analysieren. Ja, aber wo ist der Typ? Mit mir machen, wenn du mich festnimmst. Modell 87400491. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Du bist somit also defekt und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife zurückgeschickt. Rühr dich nicht vom Fleck. Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger. Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir... Was bin ich für dich? Eine Ziffer? Eine Null oder ein Scheißprogramm? Ist das dein Bild von Menschen, du Mistkerl? Scheiße! Ich verstehe ihre Wut. Die Einschätzung war... Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung! Ey, wir haben den Typen gefangen. Was willst du überhaupt? Komm her. Warum machst du das? Okay. Du bist einer von uns. Schnauze! Du hilfst den Menschen. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sag dir Schnauze. Okay. Okay. Komm mit. Ich, ja.
Einfach 9, rette mich. Hey, was zur Hölle? Ach du Scheiße. Beschissene Androiden. Naja, okay, das ist natürlich der Schlange wieder zwei Herzen in meiner Brust, ne? Unglaublich. Okay, Ruppert hat Selbstmord begangen. Oh je, das wird aber interessant. Dann gehen wir mal weiter. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Auch eine interessante Bewegung, die da stattfindet. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du ja, bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Dass die irgendwann alle ihre Freiheit suchen, ist natürlich auch klar, ne? Also. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Sieh dich um, finde Lucy. Kind. Oh, Feuer machen hier. Ein bisschen heller wird hier. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Entsteht ja auch so ein bisschen so eine Art Religion, würde ich sagen. Schön, dich wenn sie schon drüber nachdenkt, was nach dem Tod passiert, ist schon interessant. Okay, das scheint ein bisschen beschädigt zu sein, ne? Zustand, was? Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Heftiger Scheiß, ey. Theoretisch müssten die auf dem Schrottplatz, wo wir geflohen sind, um Teile zu sammeln, um die alle wieder zu reparieren.
die spielt sogar Ball. Ist interessant. Ich weiß nicht, ich finde das auch viel schöner, wenn das hier ein bisschen das Feuer brennt, ein bisschen heller ist und. Kiste bereits geleert, okay. Cyberlife. Lager und Docks, West Storage, Detroit, Michigan. Route wird berechnet. Machen wir das Feuer auch an. Krass, wenn ich überlege. Das war so ein guter Androide. Der war so in Ordnung, wie er seinen alten Meister gepflegt hat. Und nur weil sein Sohn so ein Spast ist. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Eine Freundin hat da noch gesagt, die ist die absolute Freiheit. Das hört sich immer nicht so an. Reden wir mal mit ihr. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Nee. Aber um Schrottplatz. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Also sie ist ja wenigstens ehrlich. Mal hier gucken, was es hier so gibt. Oh, die sieht aber übel aus. Setz dich. Die ist aber richtig beschädigt. Zeig mal.
Ich stoppe die Blutung. Alter, mit glühenden Eisen. Okay, aber das ist ein Android, den dürfte ja nichts passieren, ne? Trink das. Oh, sie hat sogar Ersatz. Ich dachte, die haben kein blaues Blut. Gib mir deine Hand. Weil du sehr übel zugerichtet aus. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Unterbreite Simon einen Plan. Das machen wir doch gerne. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Simon hat gesagt, wir können es versuchen. Sehe ich auch so. Bloß nicht aufgeben. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. War natürlich wieder mal eine geile Runde. Die Story ist mega interessant. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Ja, aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.